Hallo und Glück auf zum Legendentalk. Immer ein bisschen durchatmen, das tut richtig gut. Endlich mal eine Gewissheit. Schalke ist gerettet. Grund zu feiern ist es ja nicht wirklich. Die Saison, die hat Spuren hinterlassen und darüber reden wir jetzt auch wieder im Legendentalk mit Klaus Fischer und Rüdiger Bramczyk. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo, Glück auf. Ja, 4 zu 0 auf St. Pauli gegen Osnabrück. Klingt kompliziert, war auch so. Wie habt ihr dieses ganze Hickhack vor dem Spiel wahrgenommen? Ja, ich frage mich, habe mich immer gefragt, wer hat jetzt Schuld eigentlich daran, dass ohne Zuschauer gespielt werden muss? Und ich glaube auch die Osnabrücker, egal wo sie gespielt hätten, womöglich gewesen wäre, hätten ein bisschen Einnahmen machen können im letzten Spiel, weil der Zug ist war so vorher für mich abgefahren für Osnabrück. Und wenn man das Spiel so gesehen hat, dann weiß man auch warum. Die Mannschaft hat eigentlich nicht die Klasse, um eben die zweite Liga zu halten. Und was ich da so gesehen habe, ja, wenn die jetzt in die dritte Liga absteigen, müssen sie aufpassen, dass sie nicht nochmal runtergehen, weil die Qualität, was ich da gesehen habe, ja, das reicht auch nicht. Und gegen uns, er hat ja von Anfang an keine Chance, war dann nach ein paar Minuten war das Thema erledigt schon. Und gut für uns, aber dass wir so weit unten drin sind, dass wir zum drittletzten Spieltag oder so um Abstieg kämpfen müssen, das hat mich schon über die ganze Saison, muss ich ehrlich sagen, irritiert. Das ist nicht Schalke 04. Und deswegen, ja, können wir nachher darüber reden, was passieren muss, damit wir nicht mehr da in die Situation kommen. Aber wie hast du das Theater vor dem Spiel miterlebt? Ja, aber das ist ja irgendwie ein Kinderkram gewesen, fand ich. Also, dass sich da zwei Bundesliga-Vereine sich die Köpfe einschlagen, wer ist für was schuld ist, das ist eigentlich schon ziemlich lächerlich. Also, dass sowas darf eigentlich in der Bundesliga nicht mehr passieren. Dafür gibt es Leute, die sich da unterhalten und. Natürlich, wenn da sich 10 Leute einmischen, dann kommt sowas bei raus. Und wenn da jeder seinen Kommentar abgibt und jeder will es am besten wissen, wie es geht und, dann hat man dann ein Problem und dann spielt man ohne Zuschauer. Und einerseits darf man ja nicht vergessen, Osnabrück, so viel Geld haben die auch nicht, dass die jetzt sagen, oh, wir können mal ohne Zuschauer spielen. Also da hätte ich mir doch schon von Osnabrück ein bisschen mehr Cleverness gedacht. Aber wie gesagt, unsere Truppe hat ganz gut gespielt und Vorstand, Aufsichtsrat und Mannschaft, die haben sich quasi aus dem großen tiefen Loch, in dem wir drin saßen, nach oben gebohrt wieder. Und dass wir dann natürlich die letzten 2 Spiele hier nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, bin ich sehr, sehr froh. Aber wie gesagt, man muss ganz schnell nachgucken, welche Fehler gemacht worden sind, wie Klaus schon gerade gesagt hat. Die dürfen so schnell in unserem Verein nicht mehr passieren. Und in so einer Situation kann man schnell geraten, man sieht das ja. Und dann ist es vielleicht manchmal mit Glück oder auch mit Pech, steigst du dann ab. Und dann hast du ein Riesenproblem und dann bist du als Traditionsverein auf einmal in der dritten Liga, wie andere Vereine es auch schon geschafft haben. Und da kann ich jetzt wirklich nur hoffen, dass wir uns alle zusammensetzen, alles durchgucken, alles durchwühlen und sagen, was wurde falsch gemacht. Ja, nur ganz kurz, bei uns konnte es ja im Grunde genommen egal sein, wenn keine Zuschauer da sind. Es ging ja um die Schalker Fans. Die Schalker Fans, die wären gerne dabei gewesen und da wären, egal wo wir gespielt hätten, wieder viele da gewesen. Aber dass Osnabrück sich da, dass man sich nicht einigen konnte, da man noch, wie habe ich schon sagte, Einnahmen. Ja, die können jeden Euro auch gebrauchen. Da fand ich ein bisschen komisch. Aber egal, wir haben gewonnen, wir sind gerettet
Und jetzt, wie der Abi sagte, es geht jetzt um die Planung für die nächste Saison. Und das wird eine Mammutaufgabe werden, die richtigen Spieler zu holen, die nicht viel kosten und gut sind. Das ist ein Problem. Weil das nötige Kleingeld, glaube ich, ist nicht da. Und deswegen hoffe ich, dass die Leute, die dafür zuständig sind, ein glückliches Händchen haben und ja, die richtigen Leute holen. Und jetzt kommt ja noch, was ich heute gelesen habe, der Torwart ist umworben. Ja, der Sicherheit ausgestrahlt hat und so wirklich gut gehalten hat. Ja, aber das ist nun mal so, auch der Kleine, der gestern auch wieder ein Tor gemacht hat. Aber wenn du dann immer die Spieler abgeben musst, die Besten, das ist ein ganz großes Problem für den Verein. Ja, gestern Marius Müller, du sprichst das an, haben aber kurz gesprochen, der dann relativ glaubwürdig gesagt hat, ihr müsst nicht alles glauben, was geschrieben wird und wohl auch von Vorstandsseite kam eine Aussage, dass da wohl nichts dran ist. Also ich könnte mir auch schlecht vorstellen, dass ein Marius Müller, der so aufgeht jetzt auf Schalke, dass er den Wunsch hat zu wechseln, egal welcher finanziellen Situation er vielleicht schweben könnte. Aber ja gut, aber im Endeffekt, Bülter hat das ja auch gemacht. Also der hätte ja auch hier bleiben können und das Geld hat ein bisschen gelockt. Und einerseits muss man ja auch die Jungs verstehen, wenn die 30 sind, irgendwo ist auch irgendwann Ende. Und wenn du da irgendwo als Torwart vielleicht einen Dreijahresvertrag kriegst mit mehr Gehalt als bei uns hier, ist da auch ganz klar, dass ich dann mir da eventuell Gedanken mache. Aber ich würde es für schade finden, wenn er weggehen würde, weil er hat wirklich hier uns den Arsch gerettet und man sollte sich da vielleicht nochmal mit ihm zusammensetzen und auch vielleicht, naja, eine Regelung finden, dass er doch noch hier bleibt. Ja, aber das Problem ist ja, der Reiz der Bundesliga ist ja größer als die zweite Liga. Und mit Sicherheit kann er dann bei Wolfsburg sowieso auch noch sehr viel Geld verdienen. Du hast gesagt, einen Dreijahresvertrag. Und man kennt das Management, ich kann Ihnen nicht sagen, wenn so ein Angebot kommt, ob man da noch nicht. Aber man hat ihn natürlich als zweiten Torwart geplant, das muss man auch sagen, Klaus. Ja, aber den Ehrgeiz hat er ja auch hier gehabt, ne? Schnell als zweiter Torhüter die erste Position zu haben. Hat er ja auch geschafft. Hat Fährmann natürlich auch zu hingelegen, weil Fährmann hat natürlich da unheimlich viel Fehler gemacht in verschiedenen Spielen und dann ist natürlich die Frage, wechselst du mal oder wechselst du nicht? Und man hat das gemacht und seine Chance genutzt und hat gut gehalten. Und, und im Endeffekt, ohne ihn hätten wir, glaube ich, auch richtig Schwierigkeiten gekriegt, denn der hat uns bei vielen Spielen wirklich den Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt. Und ich bin froh, dass wir ihn im Tor haben und ich würde auch alles drum geben, dass wir ihn behalten. Ja, ich ja auch, auf jeden Fall. Aber, und er muss auch wissen, wenn er nach Wolfsburg geht, da ist ein Torwart, der ist, glaube ich, belgischer Nationaltorwart. Ja, ja. Und das wird dann auch ganz nicht einfach. Bei uns ist er die absolute Nummer 1. Ja, da muss man schon ein bisschen abwägen. Was ist für mich besser? Ja, wo fühle ich mich da wohler? Ja, das wissen wir nicht. Das müssen die entscheiden. Und ich hoffe für unseren Verein natürlich, dass er die richtige Entscheidung trifft für uns. Asanoriga Daogo habt ihr auch angesprochen. Ja, der Wechsel ist wahrscheinlich. Was haltet ihr von dem Modell verkaufen, aber wieder ausleihen? Ist ja so im Gespräch. Wäre das eine Option für Schalke oder sollte man doch versuchen, den zu halten? Das ist eine komische Frage. Also da kannst du ja nur in den Beutel reingucken und sagen, hallo, ist da was drin? Ja, und du schüttelst. Und wenn nichts drin ist und die Saison für die neue Saison musst du planen, dann musst du den Jungen natürlich verkaufen, ganz einfach. Ja. Um überhaupt mal den einen oder anderen neuen Spieler sich dann zu greifen. Ja? Aber ich weiß es nicht. Da sind wir wahrscheinlich die Falschen.
Leute, um da in den Beutel reinzugucken. Und dafür haben wir ja unseren Finanzministerin und die wüsste wahrscheinlich eher, wie viel wir da drin haben und was wir im nächsten Jahr investieren können. Und wenn wir im nächsten Jahr nichts investieren können, werden wir auch wieder unten reinstehen, ganz einfach. Aber das hat er in der Vergangenheit schon gezeigt. Nicht nur bei unserem Verein, sondern bei anderen Vereinen auch. Dass, wenn du immer die besten Spieler abgibst und vielleicht Pech hast beim Einkauf, weil es ist ja nicht viel da, um gute Leute zu holen, da kommst du in Schwierigkeiten vielleicht. Und das müssen wir ja vermeiden, weil wir wollen ja nach oben. Aber diese Spieler dann zu halten, wäre unheimlich wichtig. Ob die das wollen, das ist wieder eine andere Frage. Da haben wir keinen Einblick. Und deswegen ja, ist für mich immer schwer, wenn man solche Jungs abgibt und die dich dann eigentlich schwächen, weil du kannst Gleichwertiges nicht holen. Ja, aber Hugo ist ja auch noch nicht ganz fertig. Ja, aber der wird fertig. Und erstens für mich braucht er viel Spiele, der muss öfter spielen, der muss eigentlich immer die ganze Zeit spielen. Und das ist ja immer die Gefahr, wenn du den verkaufen solltest und du holst den zurück, dann wollen natürlich die Vereine, die ihn gekauft haben, natürlich auch die Garantie, dass er spielt, ja, dass er sich verbessert. Ich meine, für einen 17-Jährigen bei Kurt 7 oder 8 Millionen zu bezahlen, das ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Und du darfst ja auch nicht vergessen, die werden dann wahrscheinlich von dem Gehalt werden sie ihm dann einen Teil bezahlen. Und Teil wird Schalke zahlen. Also ich glaube schon, dass der Verein, der ihn kauft, dass der schon eine Weiterentwicklung sehen möchte. Und da muss man natürlich gerade an so einem Jungen auch noch arbeiten. Also es gibt noch viele, viele Sachen, die er falsch macht. Er macht aber auch schon viele Sachen sehr gut für sein Alter. Aber wie gesagt, da weiß ich, also da wüsste ich jetzt nicht. Also wenn sie ihn verkaufen würden, wäre ich natürlich froh, wenn sie ihn uns wieder zurück ausleihen könnten. Das wäre natürlich super, aber ja, eine Entwicklung bei so einem jungen Mann, die wird weiterkommen. Der wird sich weiterentwickeln, egal wo er ist, weil wenn er bei einem guten Verein ist, da kann er auch viel lernen beim Zuschauen von anderen Spielern. So, und er hat ja Qualität. Ja, und natürlich braucht ein junger Spieler Spielpraxis. Spielpraxis ist das Allerwichtigste und da muss er natürlich auch im Training viel tun, er muss sich zeigen und wenn er die Gelegenheit kriegt, dass er spielen kann, ja, da kommt es auf ihn drauf an. Also wir waren auch jung, wir waren auch, du warst 18, ich war 18 17. Und haben die Möglichkeit gekriegt, da zu spielen. Ja? Und haben uns dann durchgesetzt. Und wenn Qualität da ist, setzt er sich durch. Ja, vor ein paar Wochen hätten wir noch gesagt, bis auf 3 Spieler kannst du alle austauschen für die neue Saison. Aber auch da hat sich ja eine Entwicklung gezeigt, die viele überrascht hat. Zum Beispiel Ron Schallenberg oder Paul Seguin, die ja wirklich von Spiel zu Spiel gezeigt haben, dass sie was können. Sind das Spieler, die man dann auch versuchen zu halten oder sollte man wirklich radikal? Man kann natürlich jetzt hier nicht radikal den Kader komplett auseinandernehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, so wir geben jetzt sagen wir mal 11 Spieler ab und holen uns neue 11 Spieler. Dann glaube ich, dass man da ein bisschen Schwierigkeiten kriegt. Man muss gezielte Spieler holen, wo an was es in der Saison lag. Ja, an den Außenverteidigern Seiten. Einen Innenverteidiger muss man eventuell holen. Im Mittelfeld standen wir eigentlich verhältnismäßig gut, aber so ein gut Ruhe, wenn der jetzt mitspielen würde vorne, also hinter den Spitzen, ja, dann brauchst du dafür den auch nicht keinen neuen. Einen Stürmer brauchst du wahrscheinlich auch. Ja, und was Klaus immer sagt, über außen musst du wahrscheinlich den einen oder anderen holen. Aber ich weiß nicht, also da muss man. Man ist auch nicht jeden Tag dabei und man sieht das nicht jeden Tag, wie die Jungs sich da entwickeln, aber ich glaube schon, dass du ein paar abgeben musst und ein paar gute Jungs holen musst, aber ja, wir haben unser
wir haben uns ja gefestigt, was Schallenberg und Seguin anbelangt. Es ist ein erstes Jahr hier, glaube ich auch. Und man braucht vielleicht eine gewisse Anlaufzeit, um alles zu verstehen. Und da musst du natürlich auch, ich meine, die sind ja nicht mehr 20 Jahre alt, da müssen sie auch dann eben vorangehen. Und, aber wenn man gute Spieler abgibt für, ja, wenig Geld auf Deutsch gesagt, weil die anderen kosten auch in der heutigen Zeit, kostet ja jeder Spieler, gerade auslaufen kann, schon einen Haufen Geld. Das kann man ja auch verfolgen. Und ja, das ist ein, ich habe es vorhin am Anfang gesagt, es ist für unseren Verein eine ganz schwierige Sache, die dementsprechend die Spieler zu holen, die uns weiterbringen. Weil wir wollen ja nicht in 5, 6 Jahren, sondern wir wollen demnächst wieder versuchen, um anzugreifen. Ja? Und wenn man immer sagt, ja, 2, 3 Jahre in der zweiten Liga, da kann man sich schauen, was man holen kann, man verstärken kann. Da guck mal, HSV, jetzt ist es schon wieder, steigt er schon wieder nicht auf. Jedes Jahr, ja, das kann es nicht sein. Ich glaube aber, beim HSV liegt das irgendwie am Trainer. Die murksen da zu sehr mit ihren Trainern rum. Und ja, aber kann Schalke ja auch gut, ne? Bitte? Kann Schalke leider auch gut. Ja, wir haben auch einige Trainer schon verschlissen, genau so ist es. Aber wie gesagt, man muss hier, man weiß jetzt auch nicht, was mit Gerrits ist. Ja? Bleibt er nicht? Also ich persönlich möchte, wenn ich jetzt hier was zu sagen hätte, würde ich jetzt am Tisch haben und sagen, so, pass auf, was ist jetzt hier los? Ja, bleibst du oder bleibst du nicht? Ja, der kann nicht am letzten Tag sagen, ich gehe jetzt doch nach Belgien. Ja, aber das er hat sich ja schon geäußert. Ja, geäußert hat er sich immer nur so ein bisschen. Ja, vielleicht mal gucken, ich werde mal sehen. Aber er müsste eigentlich jetzt mal komplett sagen, wirklich, auch in der Öffentlichkeit und auch hier in der Kamera, ich bleibe hier, Feierabend. Ja, aber bis jetzt hat er immer nur so schwammig, ja, mal gucken, mal sehen. So, jetzt sind wir nicht abgestiegen, das hat er geschafft. Also kann er jetzt auch meiner Ansicht nach sagen, ob er bleibt oder nicht bleibt. Also da ist ja auch die ganze Planung. Er möchte auch gerne mitplanen, welche Spieler eventuell er braucht und. Er weiß das ja am besten. Ja, aber wenn der nichts sagt, wie willst du den dann planen? Nein, der muss schon sagen, jetzt ist die Zeit da, sagen, was los ist. Ja. Weil ich glaube auch, muss man den Verein gegenüber auch reinen Wein einschenken. So ist das und so bleibt das. Oder ich gehe. Man muss schon Klarheit haben, als Verein auch. Ja, logisch. Und weil die Planungen müssen auch mit Trainer besprochen werden, obwohl ich immer gesagt habe, Trainer kann man fragen. Aber planen muss der Verein. Weil kann er irgendwann nicht laufen, was der Trainer wollte, es läuft nicht, wird entlassen und der andere Trainer, der vielleicht kommt, der wollte die gar nicht haben. Deswegen muss der Verein muss schauen, dass er die richtigen Spieler holt. Na, ich meine jetzt nur positionsmäßig, verstehst du? Er weiß ja, wo was fehlt, das meinte ich jetzt nur. Wer die Spieler holt oder was weiß ich denn? Du weißt ja auch nicht, ob wenn Manga hier hinkommen sollte, ob er die richtigen Spieler holt. Ja, ist doch so, oder? Aber der Gerhard also das weiß ja, das weißt du ja nie, Klaus. Aber ein bisschen muss der Trainer schon mit reinsprechen, dass man sagt, du, pass mal auf, wo glaubst du denn, wer war in der Saison so schwach, ja, dass wir den nicht mehr brauchen? Ja, glaube. Ja, und da waren ja einige, wenn ich überlege, was einige hier gespielt haben, wo wir geschimpft haben, dass wir solche Hälser gehabt haben. Ja, da waren auch einige dabei, die da muss man wirklich drüber nachdenken, ob man die überhaupt weiterhin hier lässt. Ja, ich sage ja nicht, dass der Trainer außen vor bleiben muss. Aber schon, dass der Verein das wichtige Wort mitspricht. Und dass der Trainer gefragt wird, was meinst du, dass er Vorschläge macht, alles, das kann man ja besprechen, das werden die auch besprechen, ja, intern, denke ich mal. Und dann hoffen wir natürlich, dass
was Gutes dabei rauskommt für die nächste Saison. Was sagt ihr denn zu denen, die jetzt sagen, Mensch, klar müssen einige Spieler gehen, klar brauchst du einige neue Spieler, gerade Brandon Suppe ist ja jetzt die Leier, ist ja jetzt, die läuft zwar noch bis Ende dieser Saison, aber er spielt ja nicht mehr für Schalke. Aber was haltet ihr davon, die sagen, jetzt spielen die 6 Spiele, verlieren nicht, spielen sie immer mehr ein? Vielleicht ist das ja eine Mannschaft, die dadurch immer stärker wird und dann in der kommenden Saison sofort eingespielt loslegen kann. Ja, wenn die Jungen, aber wir haben auch Baustellen. Ist ja vorne so, der Rode, mittlerweile ist er 36, jetzt wird 37 oder so. Und der eine ältere Spieler auch. Man muss schon die Mannschaft durchgehen, was ist machbar, wer bleibt, was holen wir. Das ist klar. Weißt du, gestern kam der Schisse rein der, und der macht gar keinen schlechten Eindruck. Warum hat er ihn wieder mitgebracht? Warum hat er ihn eingesetzt? Wahrscheinlich hat er im Training auch Leistung gebracht und hat ihn dann ja, gebracht. Finde ich toll, weil junge Spieler, große Spieler, schnelle Spieler, der muss doch in der Lage sein, im Zentrum, zum Beispiel mit Callas oder was, wer da spielt, vielleicht eine gute Rolle zu spielen, auch weil der entwickelt sich ja auch weiter. Das sind so Sachen, die wird der Verein besprechen und ich hoffe, dass wir nächste Saison dann immer Positives berichten. Ich glaube trotzdem, René, auch wenn wir jetzt, ich weiß, das 6. Spiel ist das, glaube ich, gewesen, trotzdem müssen wir den Kader verändern. Mit dem Kader wirst du im nächsten Jahr also nicht oben mitspielen können. Das glaube ich nicht. Auch wenn du sagst, der ist eingespielt und, und. Es gibt einige Baustellen, da musst du rangehen und da gehört einfach für mich auch noch ein Innenverteidiger, ein guter. Dann musst du sowieso auf der linken Seite musst du einen holen. Also, und dann als Verteidigung und dann auf der rechten Seite, weiß ich jetzt nicht, ob man da so weiterspielen kann, wie er zurzeit ist, aber ich glaube, die beiden Außenverteidiger musst du auf jeden Fall was Neues holen, die mehr Druck machen, die, wenn du Terodde noch behältst, auch Leute hast, die reinflanken können und. Also sonst, wie Klaus sagt, auch wenn Terodde jetzt 36 ist, wir haben ja auch oft mal auf ihn geschimpft, ja, weil, aber es ist ja auch so, wenn du da wirklich schlecht bedient wirst, kannst du auch keine richtigen Tore machen. Aber was er hat, ja, er hat bei dem ersten Tor, das hat er auch klasse gemacht, zum Top, ja, die mit der Brust zack abgelegt. Also ich glaube schon, dass die Bundesliga immer noch ein bisschen Angst hat vor ihm, ja. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass du auf mindestens 4 Positionen, 4 neue Spieler holen muss, dann kann man eben schauen, wie der Kader dann noch zusammenbleibt, aber auf 4 Positionen würde ich auf jeden Fall 4 neue Spieler holen. Mit Blick auf die Uhr, gucken wir auf die letzten beiden Spiele, Rostock und Fürth. Man kann jetzt natürlich befreiter reingehen, die Jungs sind gestern auch mit dem Mannschaftsbus und einer Flasche Bier sicherlich nach Hause gefahren, haben etwas gefeiert, aber wäre schon wichtig, auch hier weiter Gas zu geben, ne? Schon alleine wegen der Tabellenplatzierung und den TV-Geldern. Ja, das liegt an den Spielern selber, um sich weiterhin zu zeigen, hallo, ich gehöre doch zu euch. Ja? Das liegt an den Spielern. Und der Trainer wird dann natürlich den einen oder anderen auch probieren, eine Chance geben. Und ich sage ja immer, es liegt an den Spielern selbst. Ja? Auf seine Position, die er spielt, das Optimale für sich rauszuholen, um sich zu zeigen. Und das werden wir sehen. Wir werden es weiterhin beobachten. Wir werden im Stadion sein beim letzten Heimspiel. Und ich hoffe, dass wir, und ich denke auch mal, dass wir den 60.000 Zuschauern, die nur da sein, volles Hütte, ein bisschen ja, einen offensiven Fußball zeigen werden. Wir müssen unseren Schalkern was Gutes tun, weil wir die ganze Saison viel Mist gemacht haben. Gezittert. Also müssen wir jetzt schauen, dass wir hier unser Stadion, wenn er voll ist, mit einem Sieg, ja, gegen Rostock ganz klar
damit bedanken, weil das Stadion hat uns bis jetzt nicht in den Stich gelassen, die Zuschauer haben uns nicht in den Stich gelassen und die Fans, sagen wir mal, von uns sowieso nicht. Also ich rede jetzt die Fans allgemein, die jetzt nicht im Stadion immer sind. Ja? Also bis jetzt war es so gewesen, dass unsere ganzen Fans hinter uns standen, ganz klar. Und wenn wir die nicht gehabt hätten, wären es sowieso eng geworden. Also ein Dankeschön wäre schon mal ganz gut, hier noch mit einem Sieg sich zu bedanken und sagen, okay, die Saison war scheiße, ja, aber wir sind nie abgestiegen und das darf uns nicht mehr passieren. Dann fahren wir nach Greuther Fürth, da musst du nicht verlieren. Greuther Fürth weiß auch nicht, oben, unten, die werden auch nur noch ein paar Spieler testen, gehe ich mal von aus. Aber ich würde auch gerne vielleicht den einen oder anderen auch mal sehen, hier jetzt im vollen Stadion, ja, schmeißt man noch einen rein, ja, und guck mal, wie verhält er sich. Also das würde ich eventuell machen und trotzdem möchte ich natürlich, dass wir das Spiel gewinnen. Ja, auch wenn es schwerfällt, aber wir müssen schon mal in die Nachbarstadt gucken. Gestern Abend Champions League Halbfinale habt ihr verfolgt. Dortmund tatsächlich im Finale. Was sagt ihr dazu? Ja, Dortmund ist im Finale, sind in Wembley. Haben Glück gehabt, da muss man so sehen. Aber das ist uninteressant, sie haben es geschafft. Es ist eine deutsche Mannschaft und wir müssen, egal wo, welcher Lieblingsverein wir haben und so, eine deutsche Mannschaft im Champions League Finale, da muss man einfach als Deutscher auch denen den Daumen drücken. Ja. Auch wenn es schwarz-gelb ist. Der Rot-Weiß dazu. Ja, das wäre natürlich der absolute Hammer. Ja, ich fand auch, wir haben gestern einen Freund, den Fritz, haben wir zusammen geguckt. Ich fand das Spiel klasse. Ich fand natürlich auch, taktisch gesehen hat Dortmund diesmal ein bisschen besser gespielt. Oder sagen wir mal, die haben ihre Außen zugekriegt. Was ich immer sage, da war also der große Punkt, die Außen zuzukriegen. Und die haben sie immer schön gedoppelt. Die waren immer mit zwei Mann an irgendeinem dran. Das haben sie toll gemacht. Die Mitte war ein bisschen mehr offen. Deswegen kam auch der ein oder andere besser zum Schuss. Natürlich war der liebe Gott an der Latte, ja, und am Pfosten und nochmal an der Latte. Aber was sie gut gemacht haben, sie haben ihr System, was sie mitgekriegt haben, behalten. Ja? Und dass natürlich der Hummels da so ein Kopfballtor macht, ja, war okay. Ich habe mich also auch für Dortmund gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist immerhin Bundesliga und Champions League spielt man nicht immer. Und da habe ich mich auch für die Jungs gefreut, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn man mal Champions League spielen kann, Endspiel spielen kann, das ist doch, egal wer da spielt, aber das ist doch, meine Güte, da lebt man 100 Jahre von. Okay, dann beschließen wir den Talk, freuen uns auf Samstag, letzte Heimspiel in dieser Saison, dass wir wirklich entspannt her reingehen können und dann sehen wir uns dann am Montag wieder in alter Frische zum Legenden-Talk nach dem Spiel gegen Rostock. Danke euch. Ja, und René, ja, danke. Glück auf. Glück auf. Glück auf.